Ich begrüße Sie recht herzlich. Mein Name ist Wolfgang Lührsen vom BUND hier in Hamburg. Unsere Veranstaltung heute ist eine Kooperation mit Friedrich-Ebert-Stiftung, umdeckende Heinrich-Böll-Stiftung und dem BUND. Wir haben uns entschlossen, auf die an dieser Stelle sonst üblichen Grußworte zu verzichten und wollen gleich ins Thema reingehen. Das Thema: Am 1. August war der Welterschöpfungstag. Das ist der Tag, an dem die Ressourcen der Erde rechnerisch erschöpft sind. Das beruht auf dem Konzept des ökologischen Fußabdrucks und ist gleichbedeutend mit der Aussage, dass wir 170% der verfügbaren Ressourcen nutzen. Am 1. August war auch eine Veranstaltung auf dem Rathausmarkt mit mehreren Umwelt- und Sozialverbänden, die gegen die Übernutzung der Erde protestiert haben. Da haben wir einen kleinen Film gemacht, den ich Ihnen jetzt gerne zeigen würde. Ja, vielen Dank. Ja, alle Jahre früher, das ist auch das Motto unserer heutigen Veranstaltung. Und es bedeutet, dass die Übernutzung der Erde immer noch ansteigt. Wir haben, die Frage ist, glauben wir wirklich, dass wir auf Dauer die Erde um 70% übernutzen können? Oder schauen wir nach Deutschland? Da war in diesem Jahr der Erderschöpfungstag, der nationale, Anfang Mai, gleichbedeutend mit einer Nutzung von 300% oder drei Erden. Glauben wir wirklich, dass wir auf Dauer die Erde dreifach übernutzen können? Politik und Wirtschaft scheinen das zu glauben, denn wir haben tatsächlich in Deutschland schon seit 40, in Ziffern 4-0, seit 40 Jahren einen ökologischen Fußabdruck von drei Erden. Und es sind keinerlei Anzeichen zu sehen, dass das besser werden sollte. Man kann zum Beispiel am CO2 sehen. Man sollte meinen, CO2 ist schlecht für das Klima, die Emission sollte teuer sein. Aber das Gegenteil ist der Fall. Tatsächlich werden in Deutschland die fossilen Energien mit 50 Milliarden Euro subventioniert. Oder schauen Sie auf die CO2-Reduktionsziele. 40% gegenüber 1990 bis 2020 war das Ziel der Bundesregierung, das krachend verfehlt wird. Statt jetzt die Politik zu justieren, sagt man, wir werden die Ziele 2030 erreichen, diesmal aber ganz bestimmt. Die Politik erklärt nicht, warum sie so handelt, wie sie handelt. Ab und zu wird man verlautbart, ja, Politik, die wir machen, ist alternativlos. Da fragt man sich als Bürger natürlich, was passiert da in der Politik? Ist es vielleicht so, dass die Dringlichkeit, die Brisanz des Themas nicht erkannt wird oder dass sie verdrängt wird? Oder ist die Politik in einer Blase zusammen mit Lobbyisten, die nur auf das Wirtschaftswachstum schielen? Oder ist es Angst vom Wähler, der unpopuläre Maßnahmen bei der nächsten Wahl abstrafen könnte? Oder ist es inzwischen schon so weit, dass die Richtlinien der Politik komplett von den großen Konzernen bestimmt werden? Über eins sollten wir uns alle klar sein, wenn wir weiter so wirtschaften wie in den letzten 40 Jahren, dann werden unsere Kinder in 40 Jahren eine deutlich ungemütlichere Welt haben. Ich denke, die Frage ist, wollen wir wirklich versuchen, eine Welt zu schaffen, die auch in 7 Generationen zum Beispiel noch lebenswert ist und die natürlich dann deutliche Änderungen mit sich bringen würde? Oder machen wir weiter wie bisher und lassen uns überraschen, was passiert. Wobei natürlich überraschen irgendwie das falsche Wort ist, weil wir wissen natürlich, was passiert. In einigen Stellen wird es kein Wasser mehr geben auf der Erde. Es werden Lebensmittel knapp werden, es werden fossile Energien knapp werden. Man wird in einigen Gegenden nicht mehr wohnen können wegen der Hitze und die Migration wird deutlich ansteigen. Die Frage ist also, die zentrale Frage, wollen wir die Zukunft bewahren oder wollen wir sie verspielen?
Diese Frage wollen wir mit zwei hochrangigen Politikern diskutieren. Ich übergebe jetzt für die Vorstellung der Politiker und die weitere Gestaltung des Abends an unseren Moderator Hans Jessen, der Ihnen sicherlich allen bekannt ist als langjähriger AD-Hauptstadtstudio-Korrespondent. Bitte, Herr Jessen.